Und wir sind gerade an einem Stand angekommen, und zwar vom César Franck Athenäum. Ein Stand, der einfach mal, da müssen Sie mal vorbeischauen. Der ist direkt am Eingang vom Weihnachtsmarkt an der linken Seite. Steht nicht bei den anderen Ständen zusammen, aber ist ein bisschen anders, nämlich direkt am Eingang. Und dieser Stand ist nicht jedes Jahr hier. Ich habe die Abiturienten vor mir stehen, und die Abiturienten vom César Franck Athenäum haben sich etwas einfallen lassen, und zwar verkaufen sie etwas. Jetzt habe ich hier die Lilly Brülzel, die ist auch Abiturientin. Was gibt's denn bei euch? Wir haben ein eigenes Brottuch erstellt. Das ist ein Ersatz für Brotdosen bzw. Aluminiumfolien und Glassichtfolien. Es ist sehr viel platzsparender, sehr viel umweltbewusster, und wir verkaufen es für 10 Euro in 3 verschiedenen Farben. Einmal in einem Rot, das ist unsere Special Winter Edition. Die gibt es auch nur für kurze Zeit, also gerne mal vorbeischauen. Dann haben wir es auch noch in Anthrazit, das ist ein Grauton, und auch noch in Flieder. Jetzt muss man dabei sagen, das ist eine eigene Kreation. Genau, wir haben die Produkte, also wir haben das Produkt selbst rausgesucht, die Stoffe haben wir selbst bestellt, und wir lassen uns auch bei einer Näherin nähen. Wir selbst schneiden die Produkte zusammen und unterstützen die Näherin die ganze Zeit bei ihrem Prozess. Unser Produkt wird mit einem Klettverschluss zugemacht, und es ist sehr platzsparend und ergonomisch, also passt sich dem Produkt, was sie reintun, an. Wie geht das? Jetzt müssen die Abiturienten jedes Jahr etwas Neues finden, was sie so herstellen. Ja, genau. Jedes Abi-Jahr, also jedes Mini-Unternehmen, muss ein eigenes Produkt herstellen und auch raussuchen und dieses dann gut verkaufen und vermarkten. Wir müssen alles selber machen, das heißt, die Finanzen machen wir selber, die Marketingabteilung macht die Werbung und die verschiedenen Plakate sowie die Verkäufe. Dann haben wir natürlich auch noch einen Direktor, der das alles im Großen und Ganzen leitet, eine Personalabteilung, die für die einzelnen Person zuständig ist, und auch noch eine Produktionsabteilung, die die Produkte bestellt und natürlich auch produziert. Das heißt, ein kleines Team von euch setzt sich zusammen, wenn es losgeht im Schuljahr, und da muss irgendwo ein kreativer Kopf her, der dann irgendwo sich was einfallen lässt. Was machen wir dieses Jahr? Genau. Das ist richtig. Also dieses Jahr haben wir das mit unserer Lehrerin gemacht. Wir haben sehr viel recherchiert, was im Moment im Trend ist. Und dieses Jahr, beziehungsweise auch die letzten Jahre, war es ja auch schon sehr im Trend, umweltbewusster zu werden und viel mehr auf die Umwelt zu achten. Und da ist unser Produkt halt sehr, sehr gut auf dem Markt. Wer es jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann, der kann es noch woanders kaufen. Natürlich. Also wir haben eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite und auch eine E-Mail-Adresse. Dort können Sie selbst drüber bestellen. Wir haben hier vorne auch einen QR-Code, oder Sie können hier natürlich auch bei uns selbst kaufen, oder Sie können auch zu uns ins ACF kommen und dann dort kaufen. Und im Carrefour, habe ich mir eben sagen lassen. Genau, im Carrefour werden wir auch vorstellig werden und dort verkaufen. Das gewonnene Geld bzw. was da zusammenkommt, dient wofür nochmal? Also das geht an die Aktionäre größtenteils. Wir haben ja Aktien verkauft für jeweils 7 Euro, und die Aktionäre bekommen dann einen großen Anteil, und wir bekommen auch nochmal einen Teil für die Arbeitsstunden. Ja. Das heißt, euer nächstes Unternehmen ist mit dem Reinverdienst hier schon gerettet? Nee, nicht ganz. Das nächste Unternehmen muss alles selbst neu aufbauen. Das heißt, die neuen Aktien verkaufen und dann auch selbst die Sachen alles herstellen. Ja, dann vielen Dank für das nette Gespräch und hoffentlich viel, viel Erfolg auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt. Ja, und dann auch in dem ganzen Monat, wo dann das verkauft wird. Das geht wahrscheinlich immer durch, bis das Schuljahr vorbei ist. Genau, das ist richtig. Bis zum März geht das, glaube ich. Bis dahin verkaufen wir. Ja.